Servus Südwild, das ist Regensburg bei Nacht, ich bin der Tom und gleich geht's runter zur Reggae-Band Kräuterkur. Mit der zusammen gehen wir heute in Regensburg auf die Piste, denn diese Stadt hat einiges zu bieten. Nicht umsonst hat sie eine der größten Gastronomiedichten Deutschlands, denn alle 2 Meter gibt's neue Bars, Restaurants, Pubs und Clubs. Das muss man einfach erlebt haben und wir zeigen euch 4. Kommt mit! Ja, jetzt sind wir hier im Proberaum von der Kräuterkur und ich würde sagen, stellt euch einfach mal selber vor. Ich bin der Ingo und spiele Gitarre und singe dazu. Ich bin der Alfred und spiele den Bass. Ich bin der Tom und spiele die Tröte hier. Ich bin der René und spiele die Percussions. Ich bin der Stefan und ich spiele die Drums. Sag mal, habt ihr auch so viel Durst und Hunger wie ich? Ich würde sagen, dann schauen wir doch mal runter ins Cartoon. Auf geht's. So, jetzt sind wir hier im Cartoon. Dem Pub, der Kneipe quasi von der alten Melze und neben mir ist der Ingo. Sag mal Ingo, wie bist denn du zu Reggae gekommen? Also das erste Mal bin ich mit Reggae konfrontiert worden durch eine Platte in einer Plattensammlung von meinen Eltern, von Peter Tosh, glaube ich, war das, ja. Wie alt warst du da? Ja, so mit 12 war das, ja. Wow, und dann bist du zu Tom und meinst, hey Tom, wir lassen uns Rasterlocken wachsen und machen eine Reggae-Band auf. Ja, das war schon noch ein bisschen später, also erst im Studium sind wir dann zusammengekommen über einen legendären Silvester, eigentlich Jam-Session zu zweit, mit Gitarren, Bob Marley gesungen. Fenster war auf, Haufen Leute waren auf der Straße und total begeistert, sind dann hochgekommen, es war eine coole Party, ganz spontan. Wenn die Südwildgucker euch kennenlernen möchten und sehen möchten, wo müssen sie hin? Am besten ihr kommt einfach nach Regensburg, da könnt ihr uns 2 bis 3 Mal im Jahr live hören und wir spielen vor allem auf den Open Airs hier in der Umgebung. Und vielleicht demnächst mal im Backstage in München. Bayernweit in Action. Jetzt bleiben wir erstmal in Regensburg. Wo geht's jetzt hin? Murphy's Law. Ja, jetzt sind wir hier in der Murphy's Law Irish Pub in Regensburg. Und sag mal, warum hast du uns ausgerechnet hierher geführt? Ja, hier das Ambiente ist wirklich schön. Hier das Kellergewölbe und irische Atmosphäre lädt zum Trinken ein und gute Stimmung hier immer. René, hast du irgendeine kleine Anekdote auf dem Kasten, was du hier schon mal erlebt hast? Ja, weil er gerade gemeint hat, trinken. Also ich hatte mal eine nicht sehr intelligente Idee mit dem Trinken. Und zwar wollte ich mit einem Freund, war ich unterwegs und wollte hier rein. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, wir probieren einfach die ganze Whisky-Karte durch. Haben es aber dann einfach nur bis zum Highlander geschafft irgendwie. Es kann nur einen geben. Eben, es kann nur einen geben und sonst würde ich nicht hier sitzen, glaube ich. Okay, klingt süffig. Wo geht's denn als nächstes hin? Du, ich habe mir überlegt, gehen wir vielleicht in die Orange Bar. Klingt gut, da sind wir dabei. Was macht Regensburg für dich so richtig aus? Ja, die Lokale, die Leute, alles. Was sind deine Lieblingsbars und Pubs? Mokka Bar, Orange Bar, Sweet Disco. Die Menschen, die Studenten. Die feiern. Für mich ist es überschaubar, es geht was ab, hat eigentlich alle Attribute, die man braucht. Ich find's geil. Wie schaut's denn aus? Seid ihr sportlich aktiv? Kannst du Kicker spielen? Kicker auf alle Fälle. Kicker für dich auch, ein Sport? Ja, Kickern ist auf jeden Fall einer der besten Kneipensportarten, die es gibt. Give me some water with nothing within, just water. Wir waren jetzt hier gut unterwegs, hier mit Kräuterkur, wir waren im Cartoon in der Melzerei, wir waren in Murphy's Law, wir waren in Orange Bar und jetzt hier in der Banane. Kurze Frage, was wollt ihr hier noch den Südwildguckern mitgeben, was für ein Reggae Vibe? Es gibt viele gute Kneipen in Regensburg, die es sich lohnt zu besuchen. Es fehlt zwar noch eine gute Reggae Bar, aber man kann viel Spaß haben in Regensburg und als Student oder als junger Mensch, gute Sache hier. Be free your mind, so be yourself. Bis bald. Wir haben uns getroffen. Der Anfang war so wunderschön. Gefühle waren so klar.